Nur 16,4 Kilometer lang, komplett eingleisig und ohne nennenswerte Besonderheiten. So hätte man bis Anfang 2019 vermutlich die Weschnitztalbahn Weinheim-Fürth beschrieben. Und wahrscheinlich hätte es auch niemals eine Loke über diese Strecke gegeben, wäre dann nicht der Fahrzeugmangel im BW Ludwigshafen dazwischen gekommen. Denn während in fast allen anderen Regionen Deutschlands die Abwicklung der 628er-Wagen in vollem Gange ist, kommen sie auf der Weschnitztalbahn seit Anfang 2019 wieder zum Einsatz. In dieser Dokumentation erfahrt ihr alles, was man über diese Einsätze wissen sollte, ebenso wie viele Infos über die Strecke. Viel Spaß! Nach zweijährigem Bau ging die Weschnitztalbahn im Jahr 1895 in Betrieb. Sie war als Zweigstrecke zur Main-Neckar-Bahn Frankfurt-Heidelberg angelegt. Die ursprünglich angestrebte Verlängerung bis nach Erbach an die Odenwaldbahn wurde nicht realisiert, ebenso wenig wie Überlegungen einer Verknüpfung mit der Gersprenz-Talbahn in Reichelsheim, sodass die Strecke bis heute eine reine Stichbahn ist. Seit 1897 zweigte in Mörlenbach die Überwaldbahn nach Wahlen ab, die 1995 allerdings wieder stillgelegt wurde. Die Weschnitztalbahn überlebte bis heute. Heute verkehrt hier die RB69 im Halbstundentakt, Wochenends nur im Stundentakt. Abfahrt in Weinheim ist von Montag bis Freitag ab 5.50 Uhr immer zu den Minuten 22 und 52, ab 19 Uhr dann nur noch zur Minute 52, bis der letzte Zug um 20.52 Uhr dann Weinheim verlässt. Danach verkehren nur noch Busse auf der Relation. Samstags und sonntags wird durchgehend von 6.52 Uhr bis 20.52 Uhr alle Stunden in Weinheim abgefahren. Die Abfahrten in der Gegenrichtung liegen alle 43 Minuten zu denen in Weinheim versetzt. Von Montag bis Freitag fährt der Zug 6.33 Uhr ab Fürth über Weinheim hinaus, über Mannheim und Ludwigshafen bis Worms. In der Gegenrichtung gibt es abends einen Zug 16.54 Uhr ab Mannheim, der bis Fürth durchfährt. Diese Züge verkehren zwischen Mannheim und Weinheim ohne einen einzigen Zwischenhalt. Auf der eingleisigen Strecke finden natürlich auch Zugkreuzungen statt. Diese finden immer kurz vor der vollen Stunde in Birkenau statt. Beziehungsweise wenn die Züge von Montag bis Freitag im Halbstundentakt fahren, findet diese auch kurz vor der halben Stunde statt. Und außerdem wird dann zusätzlich kurz vor der Viertel- und Dreiviertelstunde in Rimbach gekreuzt. Während so am Wochenende nur zwei Umläufe benötigt werden, sind es von Montag bis Freitag drei, beziehungsweise den Verstärker von und nach Mannheim mitgezählt vier. Als Fahrzeuge dienen seit Dezember 2015 Lind-Triebwagen, bei denen zwei Typen zu unterscheiden sind. Beide wurden ab 2011 gebaut und verfügen über Mehrzweckbereiche, behindertengerechte Einrichtungen und Trittstufen sowie Fahrgastinformationssysteme, eine Klimaanlage und viele weitere moderne Einrichtungen. Zum einen gibt es den Typ Lind 54, auch als Baureihe 622 bekannt, mit 160 Sitzplätzen. Zum anderen gibt es die Baureihe 623, eine Weiterentwicklung des Lind 41, mit nur 113 Sitzplätzen. Optisch unterscheiden sie sich neben der unterschiedlichen Länge in der Anzahl der Türen. Diese Fahrzeuge sind neben der RB69 auch auf dem gesamten restlichen sogenannten Dieselnetz Südwest unterwegs, auf welchem die DB Regio das Los 2 betreibt. Dazu zählen neben der RB69 die Linien RB35 Worms-Bingen,
RB 45 Neustadt an der Weinstraße Monsheim, RB 46 Frankenthal Ramsen, RB 62 Worms Biblis und RB 63 Worms Bensheim. Die insgesamt 24 Lindtriebwagen dieses Netzes sind alle im BW Ludwigshafen beheimatet. Seit dem letzten Fahrplanwechsel im Dezember 2018 sind diese Fahrzeuge jedoch ziemlich knapp kalkuliert. Offizielle Gründe hierfür konnte ich leider nicht finden. Denkbar wäre in erster Linie ein gestiegener Fahrzeugbedarf zum Fahrplanwechsel, weil zum Beispiel ein zusätzlicher Verstärker eingeführt wurde oder auf anderen Linien eben der Takt erhöht wurde. Wie dem auch sei, die Fahrzeuge sind jedenfalls seit Anfang 2019 knapp, zu knapp, um einen zuverlässigen Betrieb auf allen Linien durchzuführen, weshalb man sich entschieden hat, auf der RB 69, also der Weschnitztalbahn, von Montag bis Freitag einen Umlauf ersatzweise mit der Baureihe 628 fahren zu lassen. Während die Linz alle, einschließlich dem aus Mannheim durchgebundenen Zug, immer einzeln unterwegs sind, fährt dieser Ersatzzug als Doppeltraktion. Er kommt seit Anfang 2019 von Montag bis Freitag immer im Morgens-, Mittags- und Abendsverkehr zum Einsatz. Abfahrt in Weinheim ist um 6.52 Uhr, 11.52 Uhr, 13.22 Uhr, 16.52 Uhr und 18.22 Uhr. Abfahrt in Fürth ist wie angesprochen immer um 43 Minuten versetzt. Wobei der 628 auch noch den Zug 6.03 Uhr ab Fürth übernimmt, wo er zuvor dann leer hingefahren ist. Obwohl am Wochenende auf der RB 69 nur halb so viele Fahrzeuge benötigt werden, kommt auch am Wochenende ab und zu ein einzelner 628 zum Einsatz, der dann den ganzen Tag auf einem der beiden Umläufe pendeln. Diese Einsätze passieren aber unregelmäßig und auch ohne einen festen Umlauf. Allerdings sind alle 628er immer in der Fahrplanauskunft mit dem Hinweis fehlende oder gestörte behindertengerechte Einrichtung versehen. Doch Vorsicht an alle Leute, die vorhaben, an dieser Strecke zu fotografieren zu fahren. Dieser Hinweis wird immer erst am Tag selbst eingetragen, das heißt, man kann jetzt nicht zum Beispiel am Abend vorher bereits schauen, ob der Zug unterwegs ist. Das ist erst am Tag selber möglich. Die Dauer der 628 Einsätze ist mir auch völlig unbekannt. Ursprünglich war von bis Juni 2019 die Rede. Da die 628er allerdings auch darüber hinaus noch munter weiterfahren, könnte der Einsatz auch noch lange andauern. Denkbar wäre aber auch, dass er zum nächsten Fahrplanwechsel wieder eingestellt wird. Genauere Prognosen kann und werde ich jedoch nicht wagen. Möglich ist in diesem Fall vieles. Stattdessen werfen wir lieber einen Blick auf die eingesetzten 628er, die ebenfalls im BW Ludwigshafen beheimatet sind und der Serie 628.4 angehören. Dieser Typ wurde ab 1992 gebaut und bietet 144 Sitzplätze. Eine Doppeltraktion bringt es dann somit auf 288 Sitzplätze und das sind, sage und schreibe, 228 Sitzplätze mehr wie die planmäßig eingesetzte längere Lind-Variante. Auf der RB 69 sind zum Großteil 628er im sogenannten RSB-Design unterwegs. Aber auch solche im DBM-Design konnte ich einmal antreffen. Nachdem wir die Streckeninfos und die Einsatzgrundlagen jetzt geklärt haben, können wir uns jetzt die Strecke auch mal genauer anschauen und eine Fahrt im 628 genießen. Deshalb begeben wir uns jetzt nach Weinheim. Die Stadt Weinheim hat 45.000 Einwohner und wird wegen ihrer zwei Burgen als Wahrzeichen auch als Zweiburgenstadt bezeichnet. Der Bahnhof der Stadt, der seit dem letzten Jahr mit dem Hauptbahnhofstitel versehen wurde, liegt an der Main-Neckar-Bahn Frankfurt-Heidelberg. Am Mittelbahnsteig von Gleis 2 und 3 halten hier die stündlichen Linien RB 67 Frankfurt-Mannheim und RB 68 Frankfurt-Heidelberg, die zwischen Frankfurt und Unteredingen-Friedrichsfeld als gemeinsamer Zug fahren, sowie S6, Bensheim-Mannheim und zum Teil weiter nach Mainz. Außerdem hält hier im 2-Stunden-Takt der RE 60 Frankfurt-Mannheim, die ICE-Linie 26 Hamburg-Karlsruhe und die IC-Linie 62 Frankfurt-Österreich. Für beide Richtungen gibt es mit den Gleisen 1 und 4 auch Ausweichgleise. Am Nordende von Gleis 1 befindet sich ein Abzweig, an dem noch das Gleis 5 liegt, sowie daneben das Stumpfgleis 6.
Hier beginnt die Weschnitztalbahn, deren Züge dann meistens auf Gleis 6, ab und zu auch auf Gleis 1 und seltener auf Gleis 5 zum Einstieg bereitstehen. Ankunft der aus Fürth kommenden Züge ist immer zur Minute 5, beziehungsweise montags bis freitags zusätzlich auch zur Minute 35. Etwa um die Viertel- und Dreiviertelstunde treffen sich dann auf den Hauptgleisen immer die RB6768 und die S6, sodass von jedem Zug aus Anschlüsse von und nach Mannheim, Heidelberg und Frankfurt bestehen. Nach dieser Zugkreuzung startet dann zur Minute 52 und von Montag bis Freitag auch zusätzlich zur Minute 22 die RB69, mit der wir jetzt unsere Fahrt beginnen werden. Während Weinheim noch im flachen Tal des Rheins liegt, befindet sich Fürth im Odenwald. Den Rand des Odenwalds bildet die sogenannte Bergstraße, die wir jetzt durchqueren müssen, was wir im engen Weschnitztal tun. Zunächst jedoch umfahren wir das Weinheimer Stadtzentrum, wobei zeitgleich auch bereits an Höhe gewonnen wird. Nachdem wir uns dann bereits um 180 Grad gedreht haben, folgt die Gegenkurve. Außerdem geht es durch den 132 Meter langen Weinheimer Taltunnel 1. Anschließend wird zweimal die Weschnitz überquert und es geht durch den 137 Meter langen Weinheimer Taltunnel 2. Und zuletzt noch durch den 85 Meter langen Weinheimer Taltunnel 3. Danach ist es geschafft und wir haben die Bergstraße durchquert, wobei wir auch weiterhin stets dem Verlauf der Weschnitz folgen werden, deshalb auch der Name Weschnitztalbahn. Doch plötzlich bremst unser Zug stark ab, denn es folgen zwei, nur mit maximal 20 km/h befahrbare Bahnübergänge. Etwa auf dieser Höhe wechseln wir auch von Baden-Württemberg nach Hessen. Wir sehen dich da. Wir laufen selber. Jawohl.
Nach 4,3 Kilometern, 6 Minuten und 40 Höhenmetern hält unser Zug das erste Mal im knapp 10.000 Einwohner starken Birkenau. Hier findet bis auf wenige Ausnahmen immer kurz vor der vollen und im Halbstundentakt auch kurz vor der halben Stunde eine Zugkreuzung statt. Zu Minuten 28 und 58 geht es für die Züge hier weiter. Halt folgt nach 2,2 Kilometern und 3 Minuten im 1200 Einwohner starken Reisen. Nach weiteren 2,5 Kilometern und 3 Minuten hält unser Zug im 10.000 Einwohner starken Mörlenbach. Hier zweigt bis 1994 die Überwaldbahn nach Balen ab. Seit 2006 ist der Abschnitt bis Waldmichelbach als touristische Draisinenbahn reaktiviert. Momentan laufen auch wieder Überlegungen, die komplette Strecke für den Personenverkehr zu reaktivieren. Nachdem wir in Mörlenbach abgefahren sind, fahren wir noch eine ganze Weile durch den Ort hindurch. Und nach dem Verlassen des Ortes folgt dann auch schon alsbald der nächste Haltepunkt, nämlich Zotzenbach. Der Ort Zotzenbach zählt 2100 Einwohner, sein Kern liegt jedoch etwa 1 Kilometer vom Bahnhof entfernt. Unser Zug befährt jetzt zwei Kurven zur Umfahrung der Weschnitzaue. Von der aus man einen schönen Blick über die Bahnstrecke genießen kann. Nach weiteren 2,1 Kilometern sowie insgesamt 13,4 Kilometern und 20 Minuten seit Weinheim hält unser Zug in Rimbach.
Hier findet, wenn im Halbstundentakt gefahren wird, eine zweite Zugkreuzung statt. Rimbach zählt 8.500 Einwohner. Wir fahren jetzt in unseren vorletzten Halt Lörzenbach-Fahrenbach ein, der 1,5 Kilometer von Rimbach entfernt liegt. Der Haltepunkt liegt genau zwischen den beiden Gemeinden Lörzenbach und Fahrenbach mit jeweils ca. 800 Einwohnern. Zum letzten Mal schließt unser Zug jetzt die Türen und bricht zu seiner Weiterfahrt auf. Wir bremsen jetzt, denn nach insgesamt 16,5 Kilometern, 36 Minuten und 88 Höhenmetern seit Weinheim fahren wir in unseren Endbahnhof Fürth im Odenwald ein. Fürth kommt auf 10.500 Einwohner und ist ein staatlich anerkannter Erholungsort. Am eingleisigen Endpunkt der Strecke verbringen die Züge in der Regel 17 Minuten Wendezeit, bevor sie dann zu Minuten 5 und 35 zurück nach Weinheim aufbrechen. Ich verabschiede mich jetzt von euch, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen.